So, ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr nach dem gestrigen intensiven ersten Workshop-Tag und der Abendlesung von Gerhard Rühm heute hier schon zu doch eher früher morgendlicher Stunde wieder hier euch eingefunden habt und wir an diesem zweiten Tag des Workshops mit einem Morgenblock oder Vormittagsblock, der ganz intensiv auch der Rezeption, Wittgenstein-Rezeption durch die Wiener Gruppe gewidmet sein wird in mehreren Beiträgen und den Anfang macht, und das freut mich besonders, Roland Innerhofer mit seinem Beitrag der Wittgenstein der Wiener Gruppe. Roland Innerhofer ist emeritierter Professor für Neuere Deutsche Literatur am Institut für Germanistik der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte haben begonnen mit Avantgarde, sich fortgesetzt mit Avantgarde und immer wieder zurückgegriffen auf die Avantgarde, also mit einer Arbeit über die Grazer Autorenversammlung zum Beispiel und seine Dissertation, dann ein Standardwerk zu fantastische Literatur, Science Fiction, als seine Habilitationsschrift und jetzt zuletzt wieder in einem Forschungsnetzwerk, dem auch ich angehören darf, mit belgischen Kolleginnen und Kollegen, französischen Kolleginnen und Kollegen und ja, das ist jetzt vorläufig, aber wir erweitern zur europäischen Neo-Avantgarde ENAC. Und was ich aber dennoch erwähnen möchte, was vielleicht heute weniger Rolle spielt, aber Roland Innerhofers Befassung mit dem Grenzbereich zwischen Sprache und sehr konkreten, nämlich gebauten, also Architektur, Aussprache zum Beispiel, eine große Publikation im Jahr 2019, denke ich. Und zuletzt auch mit Sebastian Hackenschmidt und Detlef Schöttger über Planen, Bauen, Planen, Wohnen, Schreiben. Also, ja, also diese Verbindung zwischen Schreiben und Architektur, die hier eine Rolle gespielt hat. Heute ist es ein Gebäude, vielleicht etwas luftigeres, nämlich das Gebäude der Wittgenstein-Rezeption durch die Wiener Gruppe. Und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag und deinen Beitrag. Ja, vielen Dank, Thomas. Und vielen Dank auch an Karol Kokai und dich für die Einladung zu diesem sehr spannenden Workshop. Wie Sie aus dem Untertitel des Vortrags, den ich nachträglich hinzugefügt habe, sehen können, muss ich mich beschränken auf Oswald Wiener und Konrad Beyer, weil alle vier Mitglieder der Wiener Gruppe hier zu behandeln, hier im Rahmen der vorgegebenen Zeit nicht möglich gewesen. Die Rezeption Wittgensteins durch die Wiener Gruppe setzte um 1953 ein, zunächst mit der Lektüre des Traktatus ab Ende der 1950er Jahre, der philosophischen Untersuchungen und der Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik. Rühm bemerkt dazu, Zitat, wir gingen davon aus, dass das Denken des Menschen dem Stand seiner Sprache entspreche, daher die Auseinandersetzung mit der Sprache die grundlegende Auseinandersetzung mit dem Menschen sein müsse. Neue Ausdrucksformen modifizieren die Sprache und damit sein Weltbild. Einer Überschätzung möglicherweise der Sprache und des Funktionalismus, der sich bedenklich der Ideologie näherte, folgte besonders bei Wiener und Beyer ein Stadium der Kritik und Sprachskepsis. Mit Blick auf den Traktatus war für die Wiener Gruppe besonders die Abbildtheorie der Sprache ein Ansatzpunkt experimenteller Schreibpraxis. Wittgenstein zufolge ist der Satz ein Bild, ein Modell der Wirklichkeit. Sprache und Wirklichkeit stimmen somit in ihrer Form überein, sind isomorph. Im Traktatus heißt es, die logischen Sätze beschreiben das Gerüst der Welt oder vielmehr, sie stellen es dar, sie handeln von nichts. Diese Tilgung der inhaltlichen Dimension der Sprache entsprach einer Auffassung von Sprache als formalen Konstrukt, die vielen Arbeiten der Wiener Gruppe in den 50er Jahren zugrunde lag. Wenn Wittgenstein im Traktatus formulierte, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, so behauptete er damit die Übereinstimmung von Sprache und Bewusstseinsvorgängen.
Verstehen und Erkennen ist demnach von den Strukturen der Sprache bestimmt. Wiener bekannte 1987 rückblickend im Aufsatz Wittgensteins Einfluss auf die Wiener Gruppe, seine Nähe zur Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie in den 50er Jahren. Zitat, ja, Begreifen von Sprache schien ein neuer Königsweg zum Begreifen des Naturganzen. Zitat Ende. Diese Ansicht stellt Wiener in Zusammenhang mit einer damals verbreiteten Vorstellung, Zitat, dass individueller und sozialer Sprachgebrauch Einfluss auf die Ausbildung von Gedanken und Gefühlen haben. Mit Wittgensteins Sprachphilosophie ist ein weiterer Aspekt verbunden, der für die Wiener Gruppe inspirierend wirkte, der Solipsismus. Wiener äußerte sich dazu wie folgt. Der Traktatus schien Dichtung und Solipsismus mit möglicherweise profunden Einsichten in das Funktionieren der Sprache und in die Natur der Zeichen zu verbinden. Wittgenstein schreibt im Traktatus, ich bin meine Welt, der Mikrokosmos. Aus dieser Gleichsetzung von Ich und Welt folgt eine Negation der Differenz von Innen- und Außenwelt, von Subjekt und Objekt. Die Welt, die von einem subjektiven, von der Sprache vorstrukturierten Bewusstsein hervorgebracht wird, ist nicht die Projektion eines einzigen, des eigenen Bewusstseins. Wittgensteins Solipsismus leugnet nicht die Existenz eines anderen Ich, sondern die Möglichkeit, die Differenz zwischen der Welt dieses anderen Ichs und der des eigenen Ichs zu erkennen und damit auch die Möglichkeit eines sicheren Zugangs zu den fremden Gedanken und Empfindungen. Ein Widerhall dieser Art des Solipsismus ist in Konrad Beyers Der sechste Sinn hörbar, wenn auf den Satz Die Welt bin ich und das ist meine Sache an späterer Stelle die Aussage folgt, aber ich, das sind wir doch alle. In der Stein der Weißen heißt es analog, auftreten mehrere Körper, jeder dieser Körper hat ein Bewusstsein. Und weiter, alle diese Bewusstsein haben einen Namen, dieser Namen ist ich. Das Gegenstück zu dieser Gleichheit der Name der ersten Person bildet ein Sprachspiel, das Beyers Text Karl ein Karl mit der dritten Person vorführt. Ein Ausschnitt daraus, Karl ist da, Karl und Karl befällt ein Karl. Karl und Karl ahnen, dass Karl über Karl auf Karl gegriffen habe. Karl gefällt Karl, Karl entfällt, Karl gefällt sich und Karl zerfällt. Eigennamen und Nomina, Personen und Gegensätze sind hier gleichgültig und beliebig austauschbar. Wenn derart der Formalismus der Wittgensteinschen Sprachspieltheorie auf die Spitze getrieben wird, ist auch einem gemäßigten Solipsismus, wie in Wiener für die Wiener Gruppe in Anschlag brachte, der Boden entzogen. Auch Wiener stand so im Solipsismus als einem, Zitat, erkenntnistheoretischen Individualismus, der dem Gedanken geistiger Freiheit eine theoretische und eine heroische Grundlage gebe, skeptisch gegenüber. Wittgenstein leugnet, dass das Ich einen privilegierten Zugang zu sich selbst habe. Selbstwahrnehmung und Introspektion sind für ihn keine sinnvollen Tätigkeiten. Im Traktatus heißt es, Zitat, dass der Solipsismus streng durchgeführt mit dem reinen Realismus zusammenfällt. Das Ich des Solipsismus schrumpft zum ausdehnungslosen Punkt zusammen und es bleibt die ihm koordinierte Realität. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Da die Bedeutung dieser Realität nach Wittgenstein von uns allen gemeinsamen sprachlichen und begrifflichen Voraussetzungen abhängig ist, ist auch die Frage nach der Selbstbestimmung des Ich für ihn hinfällig. Also ich komme jetzt zu dem zweiten Teil. Hier geht es, das ist schon mehrmals angesprochen worden, um eine praktisch-theoretische und auch vielleicht zum Teil systematische Kritik an Wittgenstein von Seite Oswald Wieners. Und den dritten Teil werde ich dann auf einige Schreibpraktiken von Beyer eingehen, die meines Erachtens mit Wittgenstein gemacht werden können. Also weniger von der theoretischen Seite dann die Sache angehen.
Wieners Kritik an Wittgenstein setzt an der fehlenden Brücke zwischen Sprachen und Wirklichkeit an. Zitat: Wittgenstein scheint im Traktatus eine Untersuchung der postulierten isomorphen Abbildung der Sprachteile auf die Tatsachen und Sachverhalte der Welt ohne jeden Bezug auf mentale oder physiologische Vorgänge für möglich zu halten. Heute erwartet man Antworten auf die Fragen nach dem Verstehen, nach Bedeutung, Form, Inhalt etc., auch nach der Natur der Sprache, am ehesten von einer einheitlichen Wissenschaft vom Mentalen. Sie wird nach Wittgenstein Form der Abbildung, nach Wittgensteins Form der Abbildung nicht in Sprachmechanismen, sondern im Nervensystem und in anderen konkreten Apparaten suchen. In eine ähnliche Richtung geht auch ein Zitat aus der Verbesserung von Mitteleuropa, das ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht vorlese. Wiener war, wie er selbst erklärte, Zitat, auf der Suche nach Inkommensurabilitäten zwischen Vorstellungswelt und Sprachwelt, zu deren Bestandteilen er auch die Begriffe zählte. Vorgestellte und wirkliche Welt fallen dabei keineswegs zusammen. Folglich ist nach Wiener zwischen Sprache und Wirklichkeit eine, Zitat, mentale, durchaus auch physiologische Schicht einzuziehen. Zugang zu dieser Schicht erhoffte er später durch Introspektion zu erhalten. Nach Wiener verkennt auch der Wittgenstein der Untersuchungen den Wert solcher Introspektion. Zitat, obwohl wir uns bestätigt fühlten in unserem Vergleich zum Traktatus breiten Sprachauffassung, so empfanden wir doch vieles in den Untersuchungen als Manöver, Auseinandersetzungen mit den Tatsachen der Introspektion zu umgehen. Ich bin heute der Meinung, dass man mentale und physiologische Repräsentationen ohne speziellen Bezug auf Sprache untersuchen kann und sollte. Ja, das ist natürlich der Wiener, der jetzt zurückblickt auf die Zeit der Wiener Gruppe. Wiener kam immer mehr zur Überzeugung, dass es ein Denken und Vorstellen außerhalb der Sprache und eine partielle, also Zitat, partielle Unabhängigkeit dieser Repräsentationen von Wirklichkeit und von Sprache gebe. Seine Skepsis gegenüber Wittgensteins Auffassung der Sprache als Grundlage alles Denkens beruht nicht zuletzt auf seiner verstärkten Auseinandersetzung mit der Kybernetik. Damit schwindet auch die Zuversicht, mittels Sprachkritik Gesellschaftskritik leisten, mittels Sprachexperimenten neue Wege des Denkens erkunden zu können. Also darauf hat Thomas Eder auch sehr genau hingewiesen. Wenn für den Wittgenstein der Untersuchungen die Struktur der Sätze und die Struktur der Wirklichkeit nicht aufeinander abbildbar sind, dann kann das Wieners, Zitat, Suche nach Inkommensurabilitäten zwischen Vorstellungswelt und Sprachwelt entgegen. Nach Wiener sind Begriffe Bestandteil der Sprachwelt, während für Wittgenstein, Zitat, die Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch in der Sprache ist, das ist natürlich ein bekanntes Zitat, philosophische Untersuchungen, Paragraf 43, also während das für Wittgenstein so der Fall ist, interessieren Wiener gerade jene Ausnahmen, Zitat, Ausnahmen, in denen die Bedeutung eben nicht in irgendeiner Art von Gebrauch erkannt werden kann. Zitat Ende. Solche Fälle sollten durch die Technik der Montage sichtbar gemacht und die daraus resultierenden Mehrdeutigkeiten, nochmal Zitat, dem aufmerksamen Leser eine gewisse Unabhängigkeit seines Verstehens von den verwendeten Sprachteilen aufzeigen. Es gibt, Zitat, es gibt also Beispiele für Sätze, die nicht Bilder von Sachverhalten sind. Sprachwelt und Welt decken sich nicht, aber auch meine Sprache und meine Welt klaffen auseinander. Die Mechanismen des Bewusstseins sind dem Bewusstsein fremd. Von Anfang an war für einige von uns die Sprache das Fremde, das Instrument, die Maschine. Schon in der Verbesserung von Mitteleuropa bestreitet Wiener den Zusammenfall von Sprache, Denken und Welt. Moment, bin ich
jetzt richtig? Ja, die Worte mitsamt ihrem Gebrauch sind untrennbar mit politischer und sozialer Organisation verbunden, sind diese Organisation. Soweit Wiener. Wittgensteins Gebrauchstheorie der Wortbedeutung erweist sich somit als kamuflierende Verallgemeinerung des herrschenden Sprachgebrauchs, natürlich in der Sicht Wieners. Also eine kamuflierende Verallgemeinerung des herrschenden Sprachgebrauchs, der mit der herrschenden politischen und sozialen Ordnung zu identifizieren ist. Zitat Wiener: Sicherlich kann Wittgensteins Wort vom Wort als Werkzeug nur in der Beeinflussung, in der Regelung menschlichen Verhaltens Gültigkeit haben. Diese Sicht stimmt mit Wittgensteins Auffassung vom Erlernen der Sprachspiele als Vorgang der Abrichtung überein. Also dieses Abrichten, das kommt ja bei Wittgenstein wiederholt vor. Wiener verstand Wittgensteins Sprachphilosophie als Ausdruck eines Sprachbehaviorismus. Durch den Bruch mit den Sprachregeln und sprachlichen Regulierungen wollte er diesen vorgeprägten, normierten Denk- und Verhaltensweisen entkommen. Eine Intention, die er auch Konrad Bayer zuschreibt. Das Schreiben ist nicht nur ein Mittel künstlerischer Darstellung gewesen, sondern ein Instrument zur Untersuchung von Denkvorgängen und für den Schreibenden ein natürlicher Hebel zum Hinausschieben seiner im Schreiben ihm merkbar werdenden Vorstellungsgrenze. Dieses Zitat haben wir schon gehört. Doch dieses Instrument habe sich als untauglich erwiesen. Zitat: Dieselben Sätze, Ausdrücke und Stile, die wir provisorisch benutzt haben, um einen Aufbruch zu beschreiben, bezeichnen nun wieder das, dessen Überwindung sie einleiten helfen haben sollen. Das Werkzeug ist abgeglitten. Schon in den späten 1950er Jahren versuchte die Wiener Gruppe durch Aktionen wie die beiden literarischen Kabarets, auch die wurden schon mehrmals angesprochen, oder auch die Kinderoper, die Sprache nicht nur im Schreiben, sondern auch zur Gestaltung von Situationen zu instrumentalisieren. Wiener schrieb 1967 über das literarische Kabarett der Wiener Gruppe, Zitat: Wenn wir uns als Sprachingenieurs, Sprachpragmatiker sahen, benutzten wir die Worte im Sinne Wittgenstein als Werkzeuge, allerdings in erweiterter Bedeutung, und waren nicht nur am Verhalten der Worte in bestimmten Sprachsituationen, Konstellationen interessiert, sondern auch an der Steuerung konkreter Situationen durch den Sprachgebrauch. Wieners Kritik der Wittgensteinschen Untersuchungen setzt an der Verflechtung von Sprache und Lebensform an. Zitat: Dennoch wurde mir bald klar, dass seine Bemerkungen, also Wittgensteins Bemerkungen, ihm selber vielleicht nicht ganz bewusst auf eine Interpretation der Sprache als Prototyp der politischen Organisation hinausliefen. Und solches war mir, dem Studenten einer neuen Anarchie, zuwider. Ich interessierte mich neuerdings für Fritz Mautner. Mautners Sprachkritik, die bekanntlich im Traktatus abgelehnt wurde, kam insofern Wiener entgegen, als sie eine Korrelation von Sprache und Wirklichkeit in Abrede stellt und das Irreführende an der Sprache betont. Wie bei Mautner erscheint auch bei Wiener die Sprache als ein Gefängnis, ein Instrument der Macht und Unterdrückung. Mautner vertritt einen erkenntniskritischen Nominalismus. Während für den Wittgenstein der Untersuchungen die Philosophie der Gemeinsprache das Ordnungsgefüge der Dinge freilegt, vermittelt die Sprache für Mautner, wie er in seinen Beiträgen zu einer Kritik der Sprache darlegt, keine Erkenntnisse über die Wirklichkeit. Im Gegenteil, sie schiebt sich zwischen den Menschen und die Wirklichkeit, deren Erkenntnis von den gleichermaßen realitätsfernen, allgemeinen und konkreten Begriffen verhindert wird. Da Mautner zufolge die Sprache das Denken bestimmt, ist eine Position außerhalb der Sprache und ihrer Ordnungen nötig, um einer Erkenntnis der Wirklichkeit, der Realität und zu einer Erkenntnis der Realität vorzudringen. Für Mautner ist eine solche Position einerseits durch radikale Sprachkritik, andererseits durch Schweigen erreichbar. Dieser Austritt aus der Gemeinsprache ist das erklärte Ziel, das Wiener in seinem Aufsatz über das literarische Kabarett der Wiener Gruppe wie folgt formuliert.
Wir waren alle überzeugt davon gewesen, dass wir in einer objektiven Realität lebten und dass es unsere Aufgabe war, die Sprache zu einer optimalen Annäherung an diese Wirklichkeit zu zwingen. Bayer begann mit mir über ein sprachloses Theater zu sprechen und wir kamen überein, dass es seine Absicht sein müsse, durch Demonstrationen die Inkompatibilität von Gegenstand und Beschreibung in hostiler, gleichwohl ziel- und konsequenzenloser Weise herauszuarbeiten. Solche Annäherung an die Wirklichkeit stellte sich die Aufgabe, diese nicht zu affirmieren, sondern zu suspendieren. Unser bekanntes Zitat, Wirklichkeit auszustellen und damit in Konsequenz abzustellen. Auch das haben wir schon gehört. Wenn Mautner in seinen Beiträgen zu einer Kritik der Sprache argumentiert, eine Definition entferne sich immer mehr vom definierten Gegenstand, je genauer sie ausgeführt werde, so entspricht das einer fünfseitigen Passage aus Wieners Verbesserung von Mitteleuropa, in der ein Bleistift genauestens beschrieben und im Zuge dieser Beschreibung immer weniger greifbar, ja geradezu fantastisch wird. Wiener sucht in der Folge die vom Mautner vorausgesetzte Identität von Sprache und Denken aufzubrechen, indem er durch Introspektion außersprachliche Denkprozesse und Verstehensmodelle erkundet. Er geht dabei von einer Negation der Isomorphie von Sprache einerseits, inneren Weltmodellen und äußeren Erfahrungen andererseits aus. Zwischen den Bezeichnenden und das Bezeichnete tritt ein denkendes Subjekt, dessen auch außerhalb und unabhängig von der Sprache entstehende Vorstellungen die Bedeutung erst konstruieren. Die Freiheit des Individuums liegt dabei nicht in den Vorstellungs- und Verstehensprozessen, die automatisch ablaufen, sondern in der Erkenntnis, Bewusstwerdung und Beobachtung solcher mechanischen Abläufe. Zitat, Bewusstheit erzeugt Alternativen, die Existenz von Alternativen ist Freiheit, nicht ihre Ausführung. Damit komme ich zu Konrad Bayer. Ich habe das Aufmischung Wittgensteins benannt. Also hier auch ein bisschen Anspielung auf diese Gewaltsamkeit, die bei Bayer natürlich immer auch eine Rolle spielt. Die von Wiener konstatierte Fremdheit der Sprache zu ihrer Instrumentierung in Sprache, Instrumentierung in Sprachspielen führt, kann anhand einiger Beispiele aus Bayers späten Texten demonstriert werden. Natürlich könnte man es auch mit frühen Texten, aber ich mache es mit späten. Wittgensteins Gedanken zu den Sprachspielen in seinen Untersuchungen werden dabei aufgegriffen und in einer eigenwilligen und zuweilen ironischen Weise poetisch produktiv gemacht. Wittgenstein sieht die Bedeutung der Sätze durch ihren Gebrauch in bestimmten kommunikativen, sozialen Situationen bestimmt und zeigt solche Gebrauchsformen paradigmatisch auf. Na, da tut sie doch. Wittgensteins Sprachspieltheorie geht es darum, ich zitiere Wittgenstein, das komplizierte Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen, zu untersuchen. Analog dazu wird in Texten der Wiener Gruppe Kohärenz nicht auf der Ebene der Bedeutungen, sondern durch die Regeln der Sprache hergestellt. Zitat Bayer, es gibt nichts Gemeinsames, nur die Sprache schafft Gemeinsamkeiten. So heißt es im Stein der Weisen. Worte und Sätze entfalten erst im wiederholten Auftauchen ihre Wirkung. Durch solche Textstrategien lösen sich starre Modelle in dynamische Beziehungsnetze auf. Dabei beschränken sich diese Texte nicht darauf, Gebrauchsweisen der Sprache, ihre Mechanismen und Automatismen aufzuzeigen und vorzuführen. Vielmehr zeigt sich ihre Funktionsweise gerade im Bruch konventionellen Sprachgebrauchs, etwa im Wörtlichnehmen von Metaphern. Ein Beispiel, das Blut floss durch Goldenbergs Adern und klopfte an den Schläfen. Herein, sagte Goldenberg.
Formen der Gemeinsprache werden durcheinander gewirbelt und neu zusammengesetzt. Zitat, wieder ein Beispiel, ein Hügel steckt knurrend die Bäume auf. Inkongruente Sprachebenen werden miteinander vermischt. Ein weiteres Zitat passt gut zu heute Morgen. Und ich gehe hin und ziehe den Vorhang zur Seite und da trifft mich gleich der Sonnenstrahl mit ca. 300.000 Kilometer pro Sekunde ins Auge und da drehe ich mich um und lege mich wieder ins Bett. Aus der Verschränkung disparater Sprachspiele resultieren Diskontinuitäten, aber auch neue Referenzen. Zuweilen genügt eine andere Betonung, um eine ungewohnte Bedeutung zu erzeugen. Soll ich mich auch verlassen? Bayers Fazit lautet, alles kann dies und jenes heißen, alles mag auch etwas anderes heißen. Wenn Zusammenhänge und Bedeutungen, wenn Zusammenhänge und Bedeutungen allein durch den Sprachgebrauch erzeugt werden, so werden die Sätze und Worte zu Akteuren, die an die Stelle von menschlichen Figuren und von Ereignissen treten. Zitat, und das ist auch titelgebend für einen Band, den Thomas Eder zusammen mit Juliane Vogel herausgegeben hat. Verschiedene Sätze treten auf, verschiedene Sätze treten nacheinander auf. Jeder Satz betritt die Situation, die alle vorhergehenden geschaffen haben. So beginnt Bayers elektrische Hierarchie im Stein der Weisen. Auch Wittgenstein hat ein theatrales Arrangement als Modell für die Zusammenhänge zwischen den Worten und Sätzen genannt. Zitat, das ist ein Zitat, das auch Juliane Vogel in ihren Beitrag bringt. Die Zusammenhänge, in denen ein Wort steht, sind am besten in einem Drama dargestellt zu finden. Daher das beste Beispiel für einen Satz in einer bestimmten Bedeutung, ein Zitat aus einem Drama ist. Und wer fragt die Person im Drama, was sie während des Sprechens erlebt? Wie bei Wittgenstein sind auch bei Bayer die Sätze nicht Ausdruck der Gedanken und Erlebnisse einer Person, es ist die Sprache selbst, die spricht. Bayers Text exponiert so die Beziehungen zwischen den Sätzen und diese sind vielfältig da. Zitat. Na? Bin ich jetzt auf der falschen Folie? Moment. Na, das muss. Okay, also ich zitiere. Da sich der Folgende nicht nur auf den vorausgehenden Satz, sondern auf jede Summe aller vorausgehenden Sätze bezieht. Wie Juliane Vogel bemerkt, befindet sich unter den Sätzen, die bei Bayer auftreten, in abgewandelter Form auch das Inzibit von Wittgensteins Traktatus. Die Welt ist alles, was der Fall ist. In der elektrischen Hierarchie tritt dieser Satz maskiert auf. Die Situation ist alles, was in Frage kommt. Wenn bei Wittgenstein Punkt 2 lautet, was der Fall ist, die Tatsache ist das Bestehen von Sachverhalten, folgt in Bayers Text der Satz, alles, was möglich ist, kommt in Frage. An die Stelle der Sachverhalte treten so, durchaus im Sinn des späteren Wittgenstein, alle möglichen Sätze. Moment. Das Auftreten der Sätze ist bei Bayer noch in einem zweiten, weiteren Sinn zu verstehen. Als Vorkommen, als in Erscheinung treten oder sich zeigen. Die disparatesten Phänomene und Realitätsfragmente werden im Text aufgerufen und arrangiert. Bayers Text unterläuft dabei die Ordnungen, die im gewohnten Sprachgebrauch vorausgesetzt und hergestellt werden. Auch darin kann er an Wittgenstein anknüpfen. Zitat aus dem Traktatus, alles was wir sehen, könnte auch anders sein. Alles was wir überhaupt beschreiben können, könnte auch anders sein. Es gibt keine Ordnung der Dinge a priori. In diesem Sinn zitiert Bayer ein Vorwort von Hinterkopf des Mythos Bering, André Breton. Zitat, die Wirklichkeit ist nicht die Summe der Fakten, sie ist die Summe der Möglichkeiten. Bayers Umgang mit Wittgenstein setzt auf eigensinnige Weise poetische Potenziale seiner Philosophie frei. Montagetechniken, wie sie Bayer etwa in der Kopf des Vitus Bering anwendet, zeigen die von Wittgenstein behauptete Situationsgebundenheit des Sprachgebrauchs.
Bayers Montageverfahren begünstigt eine Verräumlichung der Sprache. Der linearen Abfolge im Nacheinander, der gewohnten Lektüre widersetzen sich Textformen, welche die Buchseiten als Felder behandeln, die Bewegungen in alle Richtungen zulassen. Eine Poesie der Fläche konterkariert die Sukzession des zeitlichen Kontinuums traditioneller narrativer Texte. Bayers Texte zu lesen bedeutet, vom Feld zu springen. Nicht zufällig spielt etwa im Kopf des Vitus Wehring spielen Brettspiele eine zentrale Rolle. Auch Wittgenstein verwendet Brettspiele, besonders das Schachspiel, als Beispiel für die Funktion von Regeln im Sprachspiel. Bei Bayer verweisen zahlreiche auf Brett- und Kartenspiele oder auch auf das Würfeln anspielende Formulierungen auf Verfahren der Textproduktion, zugleich aber auch auf die ihr adäquate Rezeptionsweise, nämlich sich wie eine Spielfigur über die Textfelder zu bewegen. Bayers Texte testen Verfahren, die erzählerische Aneinanderreihung der Vorgänge zugunsten ihrer Gleichzeitigkeit aufzubrechen, indem sie reißverschlussartig parallel ablaufende Vorgänge syntaktisch miteinander verschränken. Nicht nur Sätze aus zwei verschiedenen Quellen, sondern auch die Wörter zweier Sätze werden ineinander montiert. Ein Beispiel aus der Kopf des Vitus Wehring, haben Sie hier. Als oder besser die Herolde, die den Gärten betraten, schlug, wobei die Uhrzahl in der Glockenturme erfolgten Stunde, Schläge keinen Einfluss auf den Ablauf der Handlung nimmt. Kann die Anordnung der Sätze auch auf einer Textfläche noch ihre Parallele in Wittgensteins philosophischen Schriften finden, so bildet die zitierte Stelle ein Beispiel dafür, wie in Texten der Wiener Gruppe Sprachspiele nicht nur durchgespielt, sondern ineinander verkeilt und durcheinander gewirbelt werden. Wiener und Bayer nutzten Wittgensteins Gedanken und Sätze als Sprungbrett, um Praktiken zu entwickeln, die nicht nur die Grenzen der Sprache hinausschieben, sondern auch durch außersprachliche Praktiken die Begrenzungen der Sprachphilosophie sprengen sollten. Nach Peter Weibel haben Wiener und Bayer, ausgehend von dem von Wittgenstein postulierten Zusammenhang zwischen Sprachspielen und Lebensformen, nicht nur eine multiple Identität, eine plurale Persönlichkeitstheorie entwickelt, sondern im realen Leben fiktive Kunstspiele und Künstlerpersönlichkeiten konstruiert. Zitat Ende. Die Rezeption von Wittgenstein durch Wiener und Bayer kann so als eine Form der Appropriation verstanden werden, die weit über die Intentionen des Ideengebers hinausgeht. Ich zeige Ihnen jetzt nur ein letztes Beispiel, das auch ein bisschen diesen ironisch präsentierenden Zugang Wieners demonstriert, möchte das aber nicht weiter kommentieren, weil die Zeit wahrscheinlich schon ein bisschen überschritten ist. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Roland Dienerhofer, für diesen Vortrag. Wir haben noch Zeit für Diskussionen, bitte. Ja, also danke sehr, das war ein schöner Überblick über die... Ich habe nur eine Bemerkung zum Fritz Mautner. Ja. Sie haben da sehr betont den Unterschied zum Wittgenstein. Wir haben aber gestern ja auch das Zitat von Fritz Mautner gehabt, dass eben der Gebrauch der Sprache die Bedeutung gibt. Und dann hast du ja auch schon die Zufallssinne erlebt, also das eine wollte ich sagen, also bei Fritz Mautner ist es ja nicht nur die Sprache, sondern es ist sozusagen auch der Körper oder die Zufallssinne, die eben die Bedeutungen auf die Bedürfnisse unseres Organismus hin und deswegen auch verfälschend sind. Mhm. Und ich kann mich nur so erinnern, also es wurde auch gesagt, dass der Mautner ist, er kommt, hat eine starke Kant-Rezeption gehabt. Und der Wiener Kreis und der ganze Einfluss und Russell und diese ganz englische Sprachführer, die haben sich den Umweg über Kant erspart. Mhm. Also das ist sozusagen, also Kant spricht da bei Mautner sehr viel mit und da ist sehr viel da. Und dann kann man schon auch sagen, dass wo Wittgenstein zurückkehrt in den Sprachspielen, der Gebrauch der Sprache, das ist bei Mautner andersrum. Also
Er ist sehr auf dem geblieben und das war sozusagen sein erster Ansatz. Er hat aber beklagt, wenn er sagt, die Sprache schiebt sich zwischen die Wirklichkeit, heißt die Grammatik sozusagen garantiert uns keinen richtigen Gebrauch der Sprache und er will sie eigentlich logifizieren. Und er sagt dann, er bringt das Beispiel, das erinnere ich mich noch, sagt er, also wenn ich in der Grammatik sage, der Kreis ist quadratisch, dann ist das zwar logisch falsch, aber grammatikalisch richtig. Und damit will er zeigen, dass sozusagen die Sprache eben uns sehr oft dadurch, dass sie grammatikalische Fehler nicht aufzeigt, die man logisch macht, sozusagen über, in der Definition der Begriffe. Deswegen schiebt sie sich eben dann. Ist es Wittgenstein oder Mautner? Das ist Mautner. Das ist Mautner. Okay. Also, und das zeigt, dass er das beklagt an der Sprache. Dass sie sozusagen nicht durchdefiniert ist. Aber das ist dann, ich meine, der hat auch viel gesagt, das ist nicht alles Wörterbuch der Philosophie. Sieht man, dass er ja auch sehr abundant und auch gar nicht, keine Angst vor Widersprüchen hat, in dem Sinne. Ja. Aber also, das lässt sich schon beides argumentieren natürlich, aber es gibt eben auch für die philosophischen Untersuchungen sehr viel mehr näher zu Sprache, würde man sich fragen, würde das dann noch einmal kommen, Sprachkritik ist nicht im Sinne Mautners. Also das würde in den philosophischen Untersuchungen wiederholt er das nicht, die Distanzierung. Er gibt aber auch nicht zu, dass das irgendwie vielleicht auch angeregt war durch Fritz Mautners Philosophie, die er eindeutig rezipiert hatte. Ja, ja. Weil das zeigt ja die Wirkung im Traktatus. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist sicher eine wichtige Ergänzung. Auch dieser Hinweis auf, dass auch dass jetzt die Sinne nicht unbedingt sozusagen das Korrektiv der Sprache darstellen und deshalb sie verlassen können. Aber das ist ja eigentlich auch in den Texten der Wiener Gruppe nicht so. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand wie Bayer oder Röhm oder Wiener davon ausgehen, dass sozusagen die Sinne authentische Erfahrungen. Ja, gerade das Gegenteil, also, sehr Beobachtungsansatz. Genau, ja. Aber es ist interessant, dass der Wiener, also hier ganz zitiert, den Mautner, also er sagt eigentlich nur, er liest ihn. Also was er herausschließt, das sagt er dann eigentlich nicht. Okay. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte zwei Fragen, wenn ich darf. Das eine ist, es gibt in einem Brief an Ludwig von Ficker gibt es die Bemerkung, die bekannte, dass der Anspruch des Traktatus, also Wittgensteins Brief an Ficker, der Anspruch des Traktatus ist sowohl ein literarischer als auch ein philosophischer. Also Wittgenstein wollte auch Literatur schreiben. Und würden Sie zustimmen, dass genau diese Komponente, nämlich die Form der Darstellung im Traktatus für die Wiener Gruppe zunächst entscheidend war? Ich erinnere mich an ein Zitat, ich glaube Oswald Wiener, wo er sagt, ein Text, der so gut geschrieben ist, kann nicht grundlegend falsch sein. Und deswegen verteidigten wir den Traktatus, sodass diese Form zunächst für die Rezeption sehr wichtig war. Ja, ja. Das wäre die erste Frage. Ja. Darf ich die zweite gleich anschließen? Und der zweite Punkt ist sehr interessant, diese Gebrauchstheorie der Bedeutung. Für Wittgenstein ist es grundlegend, dass wir nur dort Wörter verstehen können, wo sie einem allgemeinen Sprachgebrauch folgen. Also, dass ich sozusagen eine private Sprache nicht einführen kann, weil mich niemand mehr versteht dann. Also, abgesehen von logischen Argumenten, die es gar nicht geben kann. Aber dieser Gebrauch weist ja zurück auf Lebensformen. Das heißt, dort, wo Sprache eingebunden ist, wo sie sozusagen in einer sozialen Interaktion gründet, oder es gibt das schöne Zitat, wo er sagt, nur im Fluss des Lebens haben Ausdrücke Bedeutung. Und jetzt ist ja in der Literatur genau dieser Fluss des Lebens nicht gegeben. Ist das der Punkt, wo die Wiener Gruppe sagt, okay, wir erfinden sozusagen andere Lebensformen, in denen wir alternativen Gebrauch von Wörtern einführen können? Weil sie ja sozusagen den alltäglichen Gebrauch durch die Literatur, die ja fiktiv ist, verlassen müssen sozusagen, oder weil es den nicht gibt, diesen Hintergrund. Das wäre meine zweite Frage. Ja, wenn ich mit der zweiten anfangen darf, da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Und ich glaube, was so in der Zuspitzung vielleicht auch diese Wittgenstein-Kritik bei Wiener 1987, also relativ spät dann, sehr stark herauskam, dass er
Also, ohne den Wittgenstein diese Intention zu unterstellen, aber er behauptet, dass eigentlich Wittgenstein durch das, was Sie jetzt dargestellt haben, also diese Übereinstimmung von Sprachformen und Lebensformen, eigentlich affirmativ wirkt. Ja? Dass er sozusagen sich eben nicht außerhalb dieser Gemeinsprache eben bewegt und dadurch eigentlich keine alternativen Lebensformen auch sozusagen in den Blick bekommt. Und wenn man jetzt die Beispiele anschaut, auch die frühen Beispiele, also das wirklich aus der Zeit der Wiener Gruppe, dann merkt man natürlich, dass hier sozusagen das Sprachspiel auch ganz anders, also es geht nicht darum zu zeigen, wie oder nur zu zeigen, wie die klischeehafte vorformulierten Sprachverwendungen ausschauen, sondern die also ganz offensiv zu brechen, zu irritieren, durcheinander zu wirken, aufzumischen eben. Und das ist vielleicht auch eine, ich meine, das ist natürlich eine ganz bestimmte Lektüre Wittgensteins, die vielleicht auch viele andere Aspekte wieder ausklammert oder eben auch vielleicht reduziert auf etwas, was vielleicht nur ein Teilaspekt bei Wittgenstein ist. Was die erste Frage betrifft, also das ist absolut nicht, das haben wir, glaube ich, gestern wurde das auch schon angesprochen, diese poetische Lektüre des Traktatus, wo es dann auch nicht nur um Bedeutungen geht, um das Verstehen oder den logischen Aufbau. Und da ist der Traktatus, war offensichtlich auch viel stärker gewirkt als die philosophischen Untersuchungen in der Zeit. Ja. Natürlich auch, das haben wir gestern eh schon ein bisschen besprochen, auch natürlich durch den zeitlichen Abstand der Zugänglichkeit dieser beiden Werke. Aber also ich denke auch zum Beispiel dieses Bedürfnis oder diese Freude am Skelettieren, ja, das findet man ja also so wirklich, also wenn man das Sarkasmus auch wörtlich nimmt aus dem Griechischen her, bedeutet das ja das Fleisch von den Knochen abschaben. Nicht? Und also sozusagen also was man als Denkökonomie natürlich auch bezeichnen kann, aber es geht wirklich um diese radikalen Reduktionen, ja, die man also bei Wittgenstein wiedergefunden hat und die also für die Textproduktion der Wiener, der Akteure der Wiener Gruppe, glaube ich, ein Aspekt war, der sehr wichtig war. Ja? Und da hat man eben jetzt gar nicht so sehr wahrscheinlich darauf geachtet, wie das ganze System bei Wittgenstein, wenn man das so nennen will, oder Konstruktion eines philosophischen Zugangs hier ausschaut, sondern wie spricht er, also wie schreibt er. Und das würde ich, danke dir für das Hinweis. Vielen Dank für die sehr klare Darstellung, finde ich, der Entwicklung, die Breyer und Jünger genommen haben in ihrem Denken. Ich habe mich ja mehr mit Atman beschäftigt und das hat mich jetzt zurückgeführt zur Frage, mich würde interessieren, wie passt der poetische Akt und die Art und die Prohibition da hinein in dieses System, weil der Akt an sich, der ist ja stark bewusst extemporiert, aber eben nicht sprachlich vermittelt, eher durch einen Gestus vermittelt. Und jetzt frage ich mich, ob man das in Bezug setzen kann, weil du ja gesagt hast, du lässt die anderen notwendigerweise jetzt außen vor. Ja. Kann man da, mich würde interessieren, wie du das in Bezug setzt. Ja, also bestimmt, also im Sinn von, was ja bei Wittgenstein sich durchzieht, ist immer wieder dieses dektische Sprechen, ja, also das Hinzeigen, ja. Und das ist ja sozusagen ein Element in dieser 8-Punkte-Proklamation des poetischen Aktes, dass eben, Poesie kann eben passieren oder vor sich gehen oder gemacht werden, ohne dass man spricht, also indem man etwas einfach
aufzahlt. Ja? Also deswegen glaube ich, ist auch dieses Scharnier mit dem Auftreten schon interessant, eben auch in der doppelten Bedeutung, also im Sinn eines wie eine Störung auch tritt auf. Ja? Also sagt man ja, also Störung ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für ein Auftreten, also ein Phänomen, etwas tritt auf, tritt ein oder und natürlich das Theatrale auch, also sozusagen diese auch eben nicht-sprachliche, was ja beim 8-Punkte-Programm auch eine wichtige Rolle spielt. Also dieses einfach, dass etwas Sprachloses, ja, sozusagen gezeigt oder auftritt oder in Erscheinung tritt oder in Erscheinung gebracht wird oder passiert oder zum Passieren gebracht wird. Also da würde ich eine starke, also eine Verbindung sehen. Das andere ist vielleicht etwas, was dann wirklich darüber hinausgeht, was Wiener auch sozusagen im Blick auf die literarischen Kabarets dann betont. Also diese Frage der Steuerung durch nicht nur im Denken, sondern auch im Verhalten, ja, dass sozusagen durch bestimmte Interventionen, die auch sprachlich sein können, aber nicht nur sprachlich, also wie bei den literarischen Kabarets, auf andere Individuen, Personen oder auch Kollektive Steuereffekte oder auch so fast quasi experimentelles Manipulieren auch, ja, jetzt ganz neutral mal formuliert von anderen Menschen. Und ich glaube, dass da, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so direkt angesprochen im 8-Punkte-Programm, aber das sind sozusagen laut Strategien, die sozusagen auch die Sprachspiele im engeren Sinne überschreiten. Natürlich gibt es bei Wittgenstein ja das auch, das ist eben das Dektische, das Zeigen, eben nicht nur im Sinne des mystischen Traktatus, sondern überhaupt auch in den philosophischen Untersuchungen, das ständig, ja, sie, ja, also auch wie hier, ja, sie ist so, ja, also dieses da ist es, ja, oder schau hin, ja, oder, also das auf etwas hinzeigen. Und das ist, glaube ich, schon... Es ist literaturgeschichtlich halt interessant, weil ja nicht ganz klar ist, wem jetzt die Punkte-Proklamation zugeschrieben wird. Also die einen sagen, das hat der Atman geschrieben und die anderen haben beigesteuert. Und dann, ja, das ist wieder eine Frage der Autorschaft natürlich, ja, auch. Danke. Also ich fand besonders spannend auch diese Metapher Wittgenstein als Sprungbrett. Ich fand nämlich als unterschiedliche literarische Appropriationen, wie du das auch genannt hast, gibt in den Texten von Bayer und Wiener, die du gezeigt hast, und dann unterschiedliche Taxierungen in den jeweiligen Rückblicken, also vor allem bei Wiener, der über die Phasen hin, also 1967 ist schon eine andere Perspektive als 1958 oder auf den Kabarett 58, 59, wo er zurückblickt, dann blickt er 87 noch einmal zurück mit einer anderen Einstellung. Und aus dieser Perspektive, und das wäre vielleicht erster Teil der Frage, ob er sich dann noch mit dem, was du zitiert hast, aus Liliane Vogel, dann auch wieder, also das der nächste Punkt ist, dass ja auch andere dann drüber schreiben und das so ein Wittgenstein und die Relation herstellen, wie Juliane dann diesen Satz von also wer würde die Personen im Drama fragen, was sie erleben, wer diese Gesetze äußern. Das ist ja eher eine klar behavioristische Sprache als Außenwelt. Und man erlebt nicht Bedeutungen, sondern man handelt mit Sätzen und Sätze treten auf. Ne? Verschiedene Sätze treten auf. Also wie würde sich da wieder wahrscheinlich 87 oder anders positionieren über die Zeit hin? Und vielleicht als letzten Punkt oder zweiten Teil meiner Frage, auch um das auf das Workshop-Thema zurückzukommen. Der Wiener Kreis ist ja jetzt bei dir kaum vorgekommen. Ich habe mich an einem Punkt gefragt, ob er nicht doch ganz zentral vorkommen könnte. Und das ist die Frage, die für mich offen bleibt. Nämlich, was du zitiert hast, diese Kritik Wieners an Wittgenstein, dass es eben nicht um, also bei Wittgenstein, dass es hier um Absehen von Beobachtungen, Selbstbeobachtungen und von einer Wissenschaft von mentalen oder von mentalen Zuständen geht in seiner Sprachtheorie. Und da heißt es bei Wiener eine einheitliche Wissenschaft von mentalen. Also gibt es da irgendeine eine Brücke, das ist vielleicht auch die offene Frage, hin zur Einheitswissenschaft, das
des Wiener Kreises? Oder? Vom Wiener jetzt. Vom Wiener, ja. Vom späteren Wiener. Vom späteren Wiener, ja. Wiener, ja. Ja, also die Frage muss ich offen lassen. Ja. Also da muss ich mich noch genauer damit, das müsste ich mir noch genauer überlegen. Aber es ist natürlich ein guter eine heuristische Frage, die wahrscheinlich vielversprechend ist. Was man natürlich von dem, was du vorher gesagt hast, was sehr deutlich ist, ist, dass die Kritik am Wittgenstein ja sozusagen auch über die Bande gespielt oder auch oft auch ganz direkt eine Kritik an die eigene Vergangenheit, an der eigenen Vergangenheit auch ist oder an diesen Aktivitäten, also Kritik, eine Distanzierung auch. Ne? Oder einfach, also Wiener will sozusagen auch klar machen, dass er weitergekommen ist. Ja? Und also das ist vielleicht auch interessant, dass er auch ein Fortschrittskonzept, biografisch auch oder in der intellektuellen Biografie von Wiener erkennbar ist. Also den Eindruck habe ich, aber da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, weil du den Wiener wirklich sehr gut kennst. Also ich hatte schon den Eindruck, dass er zwar das irgendwie in Ordnung findet, diese Phase, ja, aber dass er das auch irgendwie ein bisschen sozusagen herabstuft. Und ich fand schon interessant, dass gestern zum Beispiel bei der Lesung Wiener ja dann ziemlich am Rande stand, ja, was sicher auch damit zu tun hat, dass er ja seine Werke vernichtet hat und vieles einfach nicht vorhanden ist, was er alleine geschrieben hat in der Zeit. Aber ich denke sozusagen, die Kritik, ich weiß nicht, wie du das findest, aber die Kritik an Wittgenstein ist eigentlich auch eine Selbstkritik oder eine Art, wie soll man sagen, Sprungbrett von sich selbst weg oder von seiner Jugend oder Zeit als junger Mann. Ja. Du hast mir auch wieder zu deiner Vermutung eine trüge Antwort. Ich glaube, die einheitliche Wissenschaft momentan meint für das, was man jetzt Cognitive Science nennt. Und das ist ein Aperçu, das dürfte ja gesehen haben. Die Kybernetik ist ja sowas Ähnliches. Und ich meine, das war offensichtlich damals die Neurologie eben so weit, das Institut für Neurologie war so weit weg von dem für Psychologie, dass das irgendwie unvorstellbar war. Und ich glaube, er nimmt das da eher vorweg. Ich glaube, das hat nicht mit dem Wiener Kreis zu tun, meine ich. Mhm. Aber Wiener Kreis vielleicht nicht zu finden direkt, aber könnte man nicht auch deine Vermutung, die du jetzt aufstellst, wenn man sie denn in Richtung einer Physikalität deutet, letztlich auch neurologische Grundlagen müssen ja eben auch physikalisch werden, um sie richtig beschreiben zu können? Oder ist das so weit weg von einer, was man da vermuten könnte, natürlich auch spekuliert? Ne? Ich glaube, da würde eine Biologin, der erstreubste Biologin, glaube ich, und auch mir die Haare, wenn man die Nervenzelle ist riesengroß und das Elektropotenzial ist mini klein. Ja. Das Reduzieren ist halt immer so. Was sagst du? Tanja? Also ich meine, ganz am Schluss hat er sich ja eher mit der Systemtheorie auseinandergesetzt oder ist denn eher so Richtung Robert Rosen. Das war eigentlich das, was ihn zum Schluss am meisten bewegt hat, aber jetzt eigentlich das, wo er weiterarbeiten wollte. Und was er meinte, irgendwie übersehen zu haben. Und das wäre ein Argument dagegen. Also Robert Rosen ist mit dem, da gibt es irgendwie was Lebendiges. Das ist nichts Physikalisches, aber es ist gefragt. Ne? Der möchte sich im Wagen auslegen, möchte es sehr sicherlich spannend, aber das war etwas, was ihn jetzt sehr bewegt hat im Schluss. Was nochmal komplizierter zu machen ist, gibt ja auch in Wiener Kreis keine einheitliche Auffassung von Einheitswissenschaften. Also man müsste von beiden Seiten her sich schon gerichtet zu sehen, ob es dieselbe Auffassung ist. Ja, würde ich auch. Also bei Neurath ist es wahrscheinlich ganz anders. Ja, ganz anders, als ich bekannt habe. Das war ja auch ein sehr umkämpftes Feld, nicht? Also die Frage der Reduktion auf physikalische Seite. Ja, dann.
Vorschlag nochmal ganz herzlichen Dank.